Herzlich willkommen auf minitechnet.de. Heute darf ich euch das Samsung X420 Aura Notebook vorstellen. Von Paris bis nach Barcelona. Mit dem Auto sind das genau 9 Stunden Fahrt. Genauso wie von Flensburg, der nördlichsten Stadt Deutschlands, bis hin in den Süden nach Garmisch-Partenkirchen. Und so lange soll der Akku eines Standard-Notebooks durchhalten? Gibt's nicht, gibt's doch. Denn Samsung hat durch die Netbook-Serie viel Erfahrung mit Hochleistungsakkus gesammelt und diese auf das 14-Zoll-Notebook X420 Aura übertragen. Das Samsung X420 Aura gehört optisch eher zu den Standard-Notebooks mit Kunststoffgehäuse. Durch einen Metallic-Glanzlack, Chromleisten und zugespitzten Kanten wirkt das Samsung X420 etwas eleganter. Erstaunlich ist die dünne Bauweise und das geringe Gewicht. Die Verarbeitung ist einwandfrei. Samsung verbaut im X420 eine Tastatur mit flachen Tasten im normalen 19mm Raster. Die Qualität ist aber nicht besonders hoch, der obere linke Tastaturbereich klappert ziemlich. Das Touchpad ist für ein 14 Zoll Gerät zwar ausreichend, aber eher klein und ohne Scrollbereich oder Multitouch. Samsung setzt in der X420 Aura Serie stromsparende ULV-Prozessoren ein, die wegen der geringen Taktrate nicht so leistungsfähig sind, aber wegen der besseren Rechenkerne und des größeren Caches deutlich schneller als ein Intel Atom sind. Samsung bietet das Notebook in insgesamt 3 Prozessorvarianten an. Mit Intel Pentium SU 2700 1,3 GHz, mit Intel Core 2 Solo SU 3500 1,4 GHz und Intel Pentium Dual Core SU 4100 1,3 GHz Prozessor. Da sich diese Prozessoren stromspartechnisch nur wenig voneinander unterscheiden, raten wir auf jeden Fall zum Kauf des günstigeren Modells X420 Andro oder Logan mit dem Pentium Dual Core, der durch die beiden Rechenkerne einfach mehr Power bei Multitasking hat. Der Intel GMA 4005M HD Grafikchip ist HD-fähig, aber nicht zum Spielen gedacht. Samsung setzt in allen Modellen großzügig 4 GB modernsten DDR3 1066 MHz Speicher ein. Die Festplatte ist mit 320 GB Kapazität ebenfalls gut. Da das Notebook aber ohne optisches Laufwerk daherkommt, ist es für Personen, die gerne DVDs ansehen, ungeeignet. Bei den Anschlüssen ist es mit einem analogen VGA, einem digitalen HDMI und 3 USB-Ports ausgestattet. Einer davon ist sogar mit Power over USB für ein externes optisches Laufwerk. Cardreader, Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang sowie einen Kensington-Lock gibt es auch. Die eingebaute 0,3 Megapixel Webcam ist nur mittelmäßig, die Lautsprecher haben aber einen besonders guten und lauten Klang. Samsung setzt im X420 ein 14 Zoll Display mit 1366x768 Pixel Auflösung ein, das aber nur eine durchschnittliche Helligkeit von 140 Lux aufweist. Im Freien kann man den Inhalt aber wegen des starken Kontrastes noch gut erkennen. Das ClearType Display wiedergibt Farben und Farbverläufe sehr gut. Die Spiegelungen sind gar nicht so stark wie bei anderen Notebooks. Samsung hat mit der Aussage 9 Stunden Akkulaufzeit sicherlich nicht den Mund zu voll genommen, denn das Modell mit 66 Wattstunden Akku erreicht sogar 10,5 Stunden im Test. Mit aktiviertem WLAN sind es aber nur noch 6 Stunden und 45 Minuten und die Laufzeit sinkt rapide auf knapp 3 Stunden bei voller Auslastung. Bei den Verkaufsmodellen mit 48 Wattstunden Akku werden die genannten Werte zu 70% erreicht. Das Notebook ist mit nur 1,76 Kilogramm für ein 14-Zoll-Gerät besonders leicht und dringt schon in Regionen vor, die sonst 12- oder 13-Zoll-Sub-Notebooks vorbehalten sind. Dadurch kann es besonders leicht mitgenommen werden. Das Samsung X420 Aura Notebook wird mit dem Windows Vista Betriebssystem in der 32-Bit-Version ausgeliefert. Im Auslieferungszustand ist aber nur der Service Pack 1 installiert, sämtliche Updates muss der Kunde nachträglich herunterladen. Und einen ausführlichen Testbericht zum Samsung X420 Aura Notebook findet ihr in Kürze auf unserer Website unter www.minitechnet.de. Vielen Dank für euer Zusehen und auf Wiedersehen.